Trump plant die große Kriegswende. Es ist eine Frage, die Deutschland und die Welt beschäftigt. Wie unangenehm könnte eine erneute Präsidentschaft von Donald Trump werden? Würde eine Wiederwahl bedeuten, dass die USA die Ukraine aufgeben und es damit allein auf Europa ankommt? Die Bild-Zeitung war beim Republikanischen Parteitag in Milwaukee vor Ort und sprach mit führenden Republikanern über diese Fragen. Es wurde dokumentiert, wie Trumps Umfeld über Deutschland, die NATO und den Ukraine-Krieg denkt. Sollte Trump erneut Präsident werden, würde er Deutschland und Europa massiv in die Pflicht nehmen. Es kann doch nicht sein, dass dieser Krieg in eurer direkten Nachbarschaft ist, aber die USA ja den Hauptteil der Kosten übernehmen müssen, sagte ein einflussreicher Republikaner. Trump würde Druck ausüben, dass Europa mehr für Verteidigung tut oder direkt Geld für US-Hilfe einfordern. Ähnliches äußerte Trump zuletzt in einem Interview mit Bloomberg bezüglich der Unterstützung Taiwans. Er sagte, Taiwan sollte für den Schutz durch die USA bezahlen. Die USA seien nichts anderes als ein Versicherungsunternehmen und Taiwan gibt uns nichts. Diese Argumentation hatte Trump bereits zwischen 2016, 2020 in Richtung Europa verwendet und wird sie wohl wiederholen. Im Zentrum der außerpolitischen Agenda der ersten Wochen seiner möglichen zweiten Amtszeit wäre der Ukraine-Krieg und mögliche Vermittlungsversuche. Viele Europäer fürchten, dass Trump und Putin einen Deal schließen könnten, bei dem die Ukraine geopfert wird. Die Benennung von J.D. Vance als Vizepräsidentschaftskandidat sorgte besonders bei Unterstützern der Ukraine für Entsetzen, da Vance die militärischen Hilfen für die Ukraine in Frage gestellt hatte. Im März 2022 sagte Vance: Ich muss ehrlich sagen, dass es mir egal ist, was mit der Ukraine passiert. Für Putin wäre das ein Traum. Ein hochrangiger Republikaner verwies darauf, dass der Präsident in außenpolitischen Fragen das Sagen hat, unterstützt von seinem Sicherheitsberater. Und dem Außenminister Vance wurde nicht wegen seiner außenpolitischen Ansichten zum Vizekandidaten gemacht, sondern um bestimmte Wählergruppen anzusprechen. Wichtig wird sein, ja, welche Schlüsselposition Trump nach einer möglichen Wahl besetzt. Namen wie der ehemalige US-Botschafter in Deutschland Richard Grenell und US-Senator Marco Rubio werden genannt. Beide vertreten weniger isolationistische Positionen als Vance. Es bleibt offen, was Trumps Politik für die Waffenlieferungen an die Ukraine bedeuten würde. Ein Republikaner sagte, dass Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine angestrebt werden. Trump könnte der Ukraine zunächst schwerere Waffen liefern, wenn Putin bei seinen Forderungen nicht nachgibt. Trump ist ein Geschäftsmann, sagte der Politiker. Es wäre für ihn kein erfolgreicher Ausgang, wenn Putin einfach das bekommt, was er will. Es gibt bereits Kontakte zwischen der Zelensky-Regierung und republikanischen Politikern. Zelensky zeigte sich zuletzt frustriert über die Ablehnung der
NATO-Staaten, dass die Ukraine westliche Waffen überall gegen russische Ziele in Russland einsetzen kann. Offiziell bleibt die ukrainische Position, dass Verhandlungen erst nach einem vollständigen Abzug der russischen Truppen möglich sind. Aber es gibt Anzeichen für mögliche Änderungen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán traf kürzlich Trump und Schröder in einem Brief an die EU-Spitze, ja, dass Trump bereit sei, sofort als Friedensverhandlungen zu handeln. Orbán bezeichnete Trump als Mann des Friedens, da er als US-Präsident keinen Krieg begonnen habe und viel für den Frieden getan habe. Sollte Trump gewinnen, wird Orbán versuchen, ja, mit ihm gemeinsam seine umstrittene Friedensmission fortzusetzen.